Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Fragen Lucaris 100. Ja Leute, ihr wart mal wieder fleißig in den Kommentaren. Das gefällt mir auch sehr und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal direkt an. Die erste Frage kommt von Levi unter dem Video Meine Meinung zu Anno 1800, also der letzten Folge von Fragen Lucaris 100. Die Frage lautet: Hattest du schon Erfahrungen mit Hatern oder Neidern? Ja, Hater, in meinen alten Videos, ich habe ja schon seit November 2015 Videos gemacht, die habe ich aber letztes Jahr alle gelöscht. Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, da war einer, der hat wirklich beleidigende Sachen drunter geschrieben. Hat mich auch nicht weiter gestört. Ich habe die Sachen einfach gelöscht und das war's. Und Neider? Nee, auch nicht. Also, ich komme noch ganz gut klar. Ich hatte keine größeren Probleme mit anderen Leuten. Gut. Ja, dann nochmal von Nevi unter dem Video. Echt geiles Format. Freut mich, dass dir das gefällt. Ich finde das auch ganz gut, weil ich kann dann die Kommentare auch, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich kann die Kommentare dann auch persönlich beantworten und nicht nur zurückschreiben. Dieses Format ist viel persönlicher. So, der antanzende Nafri. Eine Lucaris-Steam-Gruppe wäre überkorrekt. Ebenfalls unter der letzten Folge von Frag Lucaris 100. Nafri, das ist auch eine sehr gute Idee. Ich habe mir gerade angeguckt, wie das funktioniert mit den Steam-Gruppen. Ich denke drüber nach. Unterstützt wird der Nafri auch von Braided und wieder von Levi. Braided wäre mega nice. Bitte erstell eine. Und Levi, ja, geile Idee. Hätte richtig Bock. Ich werde drüber nachdenken. So, dann haben wir nochmal Braided. Mich würde es sehr interessieren, ob du deinen Steam-Namen sagen könntest. Ja, auf Steam heißt ich auch Lucaris 100. So ziemlich überall eigentlich. Aber ich will gleich klarstellen, Freundschaftsanfragen werden nur von Leuten beantwortet, die ich auch persönlich kenne. Und ich muss euch auch darum bitten, dass ihr meine Freunde, die ich auf Steam habe, in Ruhe lasst. Weil die haben nichts mit YouTube zu tun und ja, die sollen jetzt nicht irgendwie ihre Anfragenliste voll haben, nur weil ich jetzt meinen Steam-Namen verrate. Also, ich lehne die Freundschaftsanfragen ab und meine Freunde, lasst ihr bitte auch in Ruhe, schreibt sie nicht an, schickt denen keine Anfragen. Aber in der Steam-Gruppe, ich denke mal, ich werde die durchaus erstellen. Steam-Gruppe, da können wir alles machen, was wir wollen. Ja, dann nochmal Braided, wieder unter dem letzten Video. Habe gerade dein Insta gesehen. Schöne Fotos. Schön, dass die dir gefallen. Ich bin ja schon ziemlich inaktiv gewesen in der letzten Zeit. Ja, sind jetzt. Ja, waren viele informative Sachen drunter. So wirklich schöne Fotos, eher weniger. Aber Braided, schön, dass dir mein Insta gefällt. So, der antanzende Nafri hat auch zwei Fragen gestellt. Also er hat ja schon mal einen Kommentar unter dem Video gestellt und jetzt nochmal zwei. Der erste: Hatten dich auch mal Zuschauer nach einem Foto gefragt? Nein. Ich stand einmal an einer Stadtbahnhaltestelle, da hat mich der Bruder von einem Klassenkamerad erkannt. Der ruft so: Lucancraft YouTube. Mein alter Name war ja Lucancraft. Ja, das war wie gesagt der Bruder von einem Klassenkamerad und der hat mich erkannt. War aber auch nur so am Vorbeigehen. Ja, aber nach dem Foto gefragt hat er mich nicht. Dann der nächste Kommentar. Wächst dir mittlerweile der Fame auch an den Kopf oder kommst du damit gut klar? Also, Nafri, ich komme damit super klar mit dem Fame. Das ist ja nicht mal richtiger Fame. Ich habe 67 Abonnenten. Wirklich viel ist das nicht. Das ist nicht mal unser Jahrgang an der Realschule. Das waren zwei Klassen vielleicht. Also stresst mich noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Gut, dann kommt Young Burr. Ich hoffe, ich habe das Burr richtig ausgesprochen. Korrekturen sind gewünscht. Wieder mal echt sympathisch. Nun habe ich auch ein paar Fragen. Die erste Frage: Was schaust du so für Filme? Ja, Filme schaue ich in letzter Zeit eigentlich gar nicht. Ja, Die Wolke, das ist eine Mischung aus Liebesdrama und Katastrophenfilm. Habe ich mal ganz gerne geguckt. Dann Rush, alles für den Sieg, habe ich auch gerne geguckt. Ja, die Simpsons, den Simpsons-Film gucke ich auch gerne.
Ja, aber sonst, in letzter Zeit gucke ich so gut wie gar keine Filme. Nummer 2, was hörst du so für Musik? Also am meisten höre ich Schlager, also Andrea Berg und Helene Fischer, aber auch Chartmusik höre ich gerne. Ich hole mir zum Beispiel immer die neueste Bravo-Hits. Also ich könnte die quasi abonnieren, wenn das möglich wäre. Die dritte Frage ist, würdest du vielleicht auch mal Videos mit Freunden machen oder wirst du weiter jedes Spiel alleine spielen? Ja, wenn meine paar Kumpels mal Bock drauf haben, ein Video zu machen, kann ich das gerne machen, aber die anderen haben nicht so viel mit YouTube am Hut. Also sie gucken YouTube, aber machen es selber nicht. Ja, auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, mit mir ein Video zu machen, könnt ihr mich fragen. Irgendwas lässt sich da garantiert machen. Und die vierte Frage, die komplizierteste. Wenn ein Spiel verfilmt werden sollte, welches sollte es deiner Meinung nach sein? Das ist eine sehr gute Frage. Welches Spiel sollte man verfilmen? Das kann ich dir, um ehrlich zu sein, gar nicht sagen. Ja, tut mir leid, ich habe keine Idee. Also ich weiß, dass Need for Speed einmal verfilmt wurde. Den Film wollte ich mir auch schon lange angucken. Aber ich selbst könnte jetzt kein Spiel sagen, welches verfilmt werden sollte. Aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Gut, Leute, das war's mit den Kommentaren für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuschauen und auch fürs Kommentieren. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Da würde ich mich freuen. Ich bin raus. Ciao.